Ein herzliches Willkommen bei meinem Online-Video. Mein Name ist Ulrike Halfmann, ich bin Künstlerin und lebe mit meiner Familie in Schrobenhausen. Das ist in der Nähe von Ingolstadt. Ich beschäftige mich mit Acrylfarben, Aquarell und der Schriftkunst, dem Handlettering. Als Dozentin der VS Schrobenhausen gebe ich Kreativkurse für Kinder und Erwachsene. Im folgenden Beitrag geht es um das Handlettering. Das ist die Kunst des Zeichnens von schönen Buchstaben. Es soll einen kleinen Einblick bieten und ist auch für Anfänger geeignet. Nun viel Spaß mit meinem Video. Wir lettern diese Karte in der Ballonschrift. Wie ihr seht, besteht diese Schrift aus einzelnen Buchstaben, die wie Luftballons aussehen. Aber hier erst einmal die Materialliste. Nun folgt das Ballonalphabet. Unsere Karte besteht aus dem Wort Glück, das wir in den Ballonbuchstaben schreiben, und Wunsch in einer einfachen Monoline-Handschrift, die gleichzeitig aus den einzelnen Schnüren entsteht. Als erstes zeichnen wir das Wort mit dem Bleistift vor. Wenn der Schriftzug gezeichnet ist, füllen wir diesen mit Farbe. Das können die Stifte deiner Wahl sein. Ich habe hier zum Beispiel Filzstifte benutzt. Genauso gut könnten es aber auch Buntstifte oder Aquarellfarben sein, wenn ihr auf einem Aquarellpapier das alles gestalten wollt. Die Verzierungen habe ich nachträglich mit einem weißen Gelstift eingezeichnet. Auch hier könnt ihr ganz nach Lust und Laune mit Punkten, Strichen, Sternen oder was euch sonst noch einfällt, arbeiten. Es geht natürlich auch auf braunem Karton. Oder der Name des Geburtstagskindes. Zum Schluss noch eine Variante in Schwarz mit einem weißen Gelstift. Ich hoffe, euch hat diese kleine Anleitung gefallen. Im kommenden Herbstsemester wird es bei der VHS in Schrobenhausen zu dem Thema Geburtstagskarten mit Handlettering und schöne Briefe schreiben von mir Kurse geben. Vielleicht sehen wir uns im Kurs. Ich würde mich freuen. Bis dann!